Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Nicht ein. Du hast aber bestimmt was. Die Stromstärke etwas erhöhen. Noch mehr. Oha. Ja, stabil. Das so einfach wäre, hätte er es auch schon früher gemacht. Oder nicht? Gut, irgendwas muss er ja sagen, ne? Solange ich hier rumtrolle. Ja, das ist es. Jetzt haben wir endlich etwas gefunden. Ach, da geht's hoch. Ich muss schon sagen, hey, soll ich denn jetzt da hingucken? Ah, oh ja, hier ist perfekt. Hier ist auch niemand mehr. Niemand! 43, ne? Ich habe jetzt schon Drittel. Das wäre natürlich, aber es wäre geil. Es ist Zeit, dich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Das, damit sie einen Beweis haben, dass sie ihn getötet haben. Sonst wird ja jeder sagen. Sache explodiert. Ich sollte hier sofort raus. Ja, das wäre gut. Wow. Wow, 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 wow. Wow. Oh. Wow. Schneller! Shit, 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 shit! Wow! Wow! Das ist Tatbier. Und weiter! Hat er mir jetzt auch nicht gesagt. Das war reichlich knapp. Oh ja, das war's. Ich brauche einen Ausgang. Schon. Jetzt erinnere ich mich gerade sowas von an Lara Croft. Oh. Hast geschafft. Geschafft. Oder? Jetzt komm! Auch nicht. Hä? Okay. Einfach hochklettern oder wie? Nee. Achso. Wieder quer. Ah, das hat doch. Das sieht man doch nicht. Jetzt sehen wir, wenn wir oben angekommen sind, wahrscheinlich die Schütter. Oder auch gar nichts. Ja. Ja gut, wenn man nach einer Mission natürlich 2000 XP bekommt, dann wird das nicht schwer, das voll zu bekommen. Dann hole ich mir gleich im Anschluss das bessere Schlossklang. Wenn diese 2000 XP die schon in den Erhalten sind, die ich quasi schon ausgegeben habe. Und plus 100 habe ich bekommen. Jetzt habe ich mir den Rest gar nicht angeguckt. Ich bin so blöd. Die 100... Ach, was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an.
Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, Scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa, kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Ein einfacher Plan. Erfolg. Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Alles klar. Schaffe ich. Ach, wo laufen wir denn rein? Da hinten ist bestimmt cool. Ach, in diesem Ladebildschirm. Ach, ist das denn der neue Ladebildschirm, oder wie? Ob ich da wohl näher hinkomme? Wahrscheinlich nicht. Nee. Die verschwinden einfach wieder. Ich hoffe nicht, dass der Ladebildschirm immer so lange dauert. Denn das ist ja schon genauso schlimm wie der Teil davor. Man kann zwar sagen, okay, das Spiel ist so riesig groß. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Ui, pass auf! Verzeihen Sie, Sir.
Hey! Komm zurück, du räudiger Langfänger! Fängt er gut an? Als ob der da hinterherkommt. Als ob ich dem hinterherkomme. Ist viel zu weit weg. Wow, wow, wow. Ich komme ihm kein bisschen näher. Fein, du kleiner Verbrecher. Behalt es. Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr seid in unserem Gebiet. Ich werde dich gerne aussehen. Fest. Oh, okay. Habt ihn ein Löcher in den Rücken. Spaltet ihn. Zack, und weg. Was meinen wir damit doppelt? Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Na, oh, verliere ich doch auch wieder, ey. Auf keinen Fall! Weil er wischt Lelly ist. Naja, okay, jetzt ist sie nicht mehr. Vor allem, wenn sie anhält. Boah. Aber im Klettern bin ich ja immer besser wie der NPC. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie, seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oatbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Die schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Aber natürlich. Machen wir erstmal. Das da ist der höchste Punkt in Whitechapel. Der sieht doch gar nicht so groß aus. Als ob der so groß ist. Okay. Okay. Der ist groß. Sieh es ein. Och. Nein, der da hinten ist höher. Aber er hat ja gesagt, in diesem Gebiet ist das höchste. Ist. Oh yeah! Seht, was Starrick dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Starrick. Sie haben mein Wort. Und die Rocks.
ist frei. Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Da treibe ich mich aber nicht runter. Nicht in dieser Folge. Da sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein.